Willkommen zurück bei Sudden Strike 1 Gold in der alliierten Kampagne, wo uns letztes Mal dieser Flussbrückenübergang gelungen ist. Mit vertretbaren Verlusten und wir hier unseren Stoßtrupp reparieren. Jetzt ist die Frage, wie wir weiter vorgehen. Hier gäbe es noch Bunker. Wenn wir die holen, dann hätten wir natürlich die volle Breite. Und langfristig brauchen wir entweder diese Brücke, die ich präferiere, weil ich sehr davon ausgehe, dass hier offen ist. Und hier Minen liegen, das ist natürlich auch klar. Oder hier wäre ein Hügel, das wäre sogar dann eventuell noch besser. Falls wir die andere Route gehen und hier rum wollen. Aber auf jeden Fall müssen wir erstmal die Stadt holen. Wir könnten jetzt den leiten Schwenker versuchen, ansonsten wenn das hier zwei Bunker... Wir kommen anders echt nur schwer rein in die Stadt. Also wirklich, das ist... Es spricht sogar fast was dafür, dass wir auch zuerst diese Linie hier besetzen. Und... Oh, wo stoßen wir rein? Die Stadt umzingeln? Ah, schwierig einzuschätzen. Klar, wir könnten ja ganz, ganz außen am Kartenrand nochmal verlängern und durchziehen. Aber dann sind wir hier und dann. Das ändert hier jetzt vom Gelände nichts. Da müssen wir trotzdem hier besetzen. Also da müssen wir eh hin. Um hier rüber zu kommen. Müssen wir überhaupt hier? Hier können wir eigentlich den Hügel, die ganze Linie besetzen für alle Fälle. Aber was sollte da kommen? Könnten wir hier in den Bahnhof rein und damit in die Stadt, in die zweite. Wenn wir das nicht tun, dann, okay, da hat nur eine MG-Nest ausgehoben, okay. Hier könnten wir, das bringt uns wieder nichts. Nee, wir brauchen da gar nicht so weit gehen. Es reicht uns bis hierher vorzustoßen, also bis hierhin und dann die Stadt und das hier unten einfach zu ignorieren, um Truppen zu schonen. Da können wir auch diese Bunker hier eigentlich links liegen lassen. Weil die uns nicht wirklich interessieren. So, jetzt sorgen wir für den Superstau. Indem wir das jetzt hier alles rüberziehen. Und dann bilden wir mal einen neuen Kampftrupp. Oh, ohne Scharfschütze, ich würde den gerne jetzt ungern beheizen. Die sind fit. Die reparieren den halt kurz. Was? War das ein Scharfschütze oder war der verletzt? Das beantwortet, glaube ich, meine Frage. Weg mit dem. Weg. Weiter. Stopp, 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 stopp. So war das nicht gedacht. Weg. Ah, hier sind wieder diese wundervollen Mörser der Liebe. Weg, weg, weg. Oh. Nein! Was? Ach, ist mir doch egal jetzt. Das ist ja Wahnsinn, was die machen. Uiuiui. Schaffen die das? Ah, hier stehen halt auch deutsche Scharfschützen. No! Was zum Geier ist da los?
Sofort hier nachrücken. Uiuiuiuiuiuiui. Jetzt brauchen wir doch einen größeren Truppenansatz. Das geht ja sonst so nicht. Ja, ich weiß, dass... Ja, das ist blöd. Wir werden doch den Angriff hier nicht abschlagen. Aber es ist auch gemein. Ich habe es gerade gesehen. Die haben alle 1000 erfahren. Die haben die maximale Sichtweite. Das macht es für uns jetzt nicht einfacher. Aber jetzt kriegen sie die volle Macht der alliierten Truppen ab. Leute, was meint ihr, wenn was da los gewesen wäre, wenn wir uns gegen die Bunkerlinie getraut hätten? Da hätten wir noch mehr auf den Sack bekommen an der Stelle. Ja, ich weiß. Verluste. Nein. Das war das, was ich denke. Das war doch feindliche Artillerie. Das gibt's doch nicht. Wie kann der da hochgucken? Auch den Unterstand kaputt. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Uiuiui, kriegen wir den noch repariert? Holla die Waldfee, das... Ah! Verstärkung. Dadurch, dass wir hier niemand mehr haben, sieht man das dann wenigstens gut. Die ziehen wir erstmal hier hin. Wir müssen... nicht zu weit bringen lassen. Eigentlich nur die Kontrolle über diese Brücke noch holen. Nein. Oh, das ist... Schieß da drauf. Sofort weg da. Weg damit. Alter, was sie da haben, ist echt nicht ohne. Diese Mörser sind auch echt... gemeine Dinger. Mach den weg, der Granatwerfer. Nicht stehen bleiben. Jawohl, mal ein Mörser für uns wäre auch echt auch nicht schlecht. Nehmt den raus, nehmt den raus. Die Pack muss weg. Schieß blind. Können wir noch retten, hoffe ich. Was ist hier passiert? Minenfeld? Oder... Oh, ja.
Yay, die Brücke ist unser. Wir haben im Prinzip in der Breite hier jetzt das, was wir wollten. So, in der Zwischenzeit sind die angerückt. Können zur nächsten Station vor. Ah, ein bisschen so. Die werden wir benötigen. Zwischendurch mal speichern. Besetzen. Sind hier irgendwelche arg beschädigen. Ah, schaffe. Rette den. Ja, ich weiß, der ist auch beschädigt, aber der da oben mehr. Der ist cool, der fährt rückwärts zum Einsatz, den ich jetzt gerade beordert habe, den Jimmy. Aber hey, ich will mich nicht beklagen. Die ziehen wir dann gleich nach. Das hätte ich jetzt gern. Eine Scoutfahrt. Müssen dann jetzt gleich einen Ansatz finden, wie wir in den Ort kommen. Ja. Da ist ein Bunker und da geht's in den Ort. Gucken wir mal, ob der Bunker noch besetzt ist. Ja. Die haben dort Artillerie, definitiv. Den Trupp brauchen wir gleich noch. Und die rücken mal hier hin. Bleiben wir mal weiter. Ah, da wird jemand drin sein. Das bringt uns nichts. Da wollen wir nicht hin. Das hat für uns keinen Vorteil, da reinzustoßen. Okay. Alles klar. Alles klar. Ja. Jetzt beginnt das große Reine machen. Trupp bereitstellen. Trupp 1. Und das ist unser Valentine. Ich hätte gern zwei. Nein, drei Stück. Ihr bewegt euch bitte hierhin und diese Geschütze bitte hierhin. Also, dann wollen wir mal Kampfaufklärung betreiben. Diese Jungs, wir müssen in den Ort irgendwie reinkommen, hier einen Ansatz finden, damit wir dann den Rest einnehmen können. Was ist das? Oh, was passiert da wieder? Ach. Das passiert. Nimmt den raus. Ah, jawohl.
Hier stehen wir ganz gut. Das. Wir müssen hier Infanterie auch vorne haben. Damit wir was sehen. Hier kann man eigentlich als halbwegs sicher betrachten. Oh, die kommt genau richtig. Wir müssen hier was sehen. Das war jetzt Zufall, dass wir auf den Panzer gestoßen sind. Oh! Wow, 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 wow! Jesus Gott! Das war jetzt deutliches Not in my backyard. Hätte man auch freundlicher sagen können. Okay. Puh. Das ist jetzt wirklich heftig. Irgendwo stehen da diese Nebelwerfer. Okay, wir müssen irgendwie in den Ort rein. Fährt ein Tiger vorbei. Sehr wundervoll. Stopp. Oh Gott. Jetzt müssen wir doch manuell den Angriffsbefehl geben. Alles rein. Es hilft dir jetzt nichts. Es werden wir Stück für Stück vernichtet. Hoffentlich reicht das. Versuch mal die zu managen. In Micro. Oi. Weg da! Jesus Gott. Sag mal, wie viel... Was sind das für Nebelwerfer? Was ist das? Wie sollen das klappen? Wie sollen wir da durchkommen? Ei... Das ist jetzt ein Scherz. Das ist jetzt wirklich ein Scherz. Das ist ein Witz. Das ist doch einfach ein Witz, oder? Das ist einfach nur ein Witz. Nebelwerfer, also ich glaube, das ist die erste Mission, die wir neu starten dürfen. Ich sehe nicht, wie wir uns von diesen Verlusten erholen können. Das ist... Also ich warte das jetzt nur ab, wie sich das jetzt, das Spektakel, wie das jetzt endet. Wie stellen die sich das vor? Sturmtiger, von vorne kaum durchschlagbar. Hier war ein Jagdtiger. Hier ein Tiger. Ja.
Okay, Sudden Strike meint das jetzt ab dieser Mission wirklich, wirklich ernst. Wir haben keine Artillerie. Hier stehen Nebelwerfer und hier steht schweres Zeug. Mission neu starten. Das hat so keinen Wert. Yeah. Oh mein Gott. Einfach, oh mein Gott. Da wir jetzt eh neu starten mussten, will ich jetzt gucken, ob wir hier Iolo wirklich durchbrechen können zum Bahnhof. Kann ja sein, dass die Mission wirklich so angelegt ist, dass es auf jede andere Art im kompletten Desaster endet. Das ist ja ein Witz. Da steht ja die ganze Wehrmacht. Eieiei. Was das wohl für Wunderwaffen dann sein müssen, die wir da erbeuten am Bahnhof. Wahrscheinlich 5 Tiger 50. Yeah. So, die weg. Rotkreuz auch weg. Die auch weg. Kommt, make my day. Nein, nicht der Stürmbefehl, sondern der Bewegenbefehl. Ich möchte nicht stehen bleiben. Alles vor. Ist doch egal. Es ist blöd, dass die Infanterie nicht vorne dran ist, aber ja, hey. Man kann ja nicht alles haben. So, dann können wir jetzt hier ein bisschen Micro machen. Musst du die manuell steuern. Werden natürlich von der Artillerie beschossen. Na, nehmt den raus. Flammpanzer, hilft da was? Natürlich nichts. So, die Bunker sind geräumt. Pack zerstören. Scheint so wohl wirklich die Idee zu sein, dass man dort durchfahren muss. Ja, das geht jetzt deutlich besser. Quick.
Ah! Ich verstehe. Ui. Ui, 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 ui. Na, da ist auch der Sturmtiger, das könnte auch viel helfen. Und da, ja, okay. Ich verstehe. Jetzt sieht es schon mit dem Material, Entschuldigung, sollte es ganz anders aussehen. Ah, ach so, ist das einfach nur dran und die sind schon wieder verloren. Danke. Das ist ja wundervoll. Das Das ist ja. Entschuldigung, ich komme hier gerade an den Tisch. Nein. Oh, ein Feuerwerk. Oh, nein. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh, nein. Seit wann hat die deutsche Luftwaffe zu diesem Zeitpunkt sowas wie funktionierende Flugzeuge? Also im Sinne von, können was reißen? Oh. Ja. Das sind die... einfach nicht normal. Komm. Ein Königstiger haben wir noch. Wenn wir das jetzt hier schaffen, dann haben wir das. Hahaha. Ey. Was sind das, das? Ich weiß, es ist ein altes Spiel und ja, Taktik und so. Was hat das mit Taktik zu tun, wenn ich frontal gegen... Gut, man könnte sagen, ich renne frontal dagegen an, aber... Boah.
Es ist nichts, was man nicht schaffen kann. Aber halt... Ho! Das wird jetzt ein ganz schön heftiger Schnack. Alter, das hier unten, das war einfach nur toll. Das heißt, ich muss auswendig lernen, die hier wegzuziehen. Game Design, willkommen. Willkommen aus der Hölle. Ich bin nicht sicher, ob das Sinn macht, an dieser Stelle weiterzumachen. Ich muss das mal auf mich wirken lassen. Also, ob man nicht nochmal neu startet. Ich habe es jetzt rücksichtslos nach vorne geschickt, um zu gucken, okay, wie schaut es denn aus und so, aber... Das ist glatter Wahnsinn, was da steht. Einfach glatter Wahnsinn. Hier hinten vorn, das ist ja krank. In der Stadt. Die muss man vorher mit Haubitzen zerstören, aber gut, die sind hier. Aber die werden ja sofort abbombardiert, die muss man gleich wegziehen. Mit zwei mit Transportern, anders geht es nicht. Das ist Trigger Micromanagement aus der Hölle. Einzig hier hätte man vielleicht reinfahren können, aber die Artillerie hätte trotzdem ja reingewurmt. Naja. Ich mache mir Gedanken bis zum nächsten Mal, wie wir das jetzt angehen. Wir sind jetzt richtig in Sudden Strike drin. Jetzt geht es richtig los. Der Kindergarten ist vorbei. Bis zum nächsten Mal.